und herzlich willkommen zur 12. Folge von Fortune Island. Und hier ist auch direkt der nächste Aussichtspunkt. Ich glaube, es war sogar der letzte hier von den 5 im Spiel. In diesem wunderschönen, schicken Badestrand. Ineinander verzahnte Basaltsäulen, die durch prähistorische Vulkanaktivität hervorgerufen wurden. Oder eben seltsame Stufen, wie man sieht. Ja, so wie ich es sehe. Die sehen aber auch eigentlich ganz cool aus. Genau, das war der letzte Aussichtspunkt. 5 von 5. Nee, gibt's hier nicht. Genau, da war der Schatz aus der letzten Folge. Wo ist ja die Million Credits und noch den Königsdecker ab? Den Salen. Ja, wo ist den Königsdecker ab, Fabian? Sagt der, der diesen Königsdecker schon gefahren ist, um diesen Schatz zu suchen. Du bist echt ein Genie. Na, ich weiß, ich bin ein Genie. Ich weiß es doch. Ein neues Rundstreckenrennen haben wir hier. Okay, hier fährt man auch ein bisschen schneller. Das sollte auch besser zum Königsdeck passen. Dass wir auch mal richtig Gas geben können hier im Stuhl. Kann man hier überfahren? Oh ja, kann man. Au! Am Auto. War schon ja genug. Für den Wagen gab es, glaube ich, auch nur 6 Stück vom CC8S. Ich fand sogar 2 als Rechtsdenker. Halt, stopp, hier muss ich lang. Und er marschiert einfach. Selbst als Basisvariante. Wie gesagt, ich mein Basisauto mit 390 km/h als Basisvariante ist schon in Ordnung, ne? Runden. Ach komm, 5 Runden. Wetter. Ich hätte gerne wieder schönes Wetter. Komm, wir machen bedeckt. Im Morgengrauen. Dass wir in den Tag hineinfahren. Die Welt wird langsam wach. Ich schlafe bald ein. Denn die letzte Nacht war ein wenig kurz. Ich wollte eigentlich wieder früher ins Bett gehen. Aber ja, habe ich mit Marc auch in der Party ein bisschen gequatscht und dann war es irgendwie schon wieder nach Mitternacht. Und dann wieder um 6 aufstehen für die Berufsschule. Das ging so ungefähr die ganze Woche. Das ist halt teilweise noch später war. Am Montag und Dienstag war ich noch irgendwie so nach um 1 im Bett. Warte. Ich muss irgendwie niesen. Okay, doch nicht mehr. Das ist nicht so günstig, aber mein Gott, für die eine Woche. Mein Schlafrhythmus ist sowieso gefickt, also. Das war ja auch vorher schon. Leiberfängnis, das ist geil. Ist ja wenig zu weit rechts. Ja, Verbandsgelenk 2018, als Deutscher. Okay, die Kurve finde ich geil. Okay. Das wird ein geiles Rennen. Auch egal, welcher Platz ich wäre. Das ist mir auch, wie gesagt, auch wie bei Fortune Island eigentlich extrem egal. Na, Hauptsache, wir haben Spaß. Und dann das Slogan ist nicht Familienmarkt gekauft. Wir haben den von mir gekauft. Das ist eigentlich mein Slogan. Ich könnte mir ja wirklich mal einen Slogan für mich überlegen. Das würde zu mir passen. Mit der Inkompetenz. Was mit Autos? Ist. Dann müssen wir irgendwas Witziges haben. Ja gut, das ist bei mir auch wieder schlecht, weil ich nicht witzig bin. Hätte ich ideal gemacht dafür. Für sowas. Oh! Boah, das ist denn so beim dritten angekommen. Ich weiß nicht, versuchen. Ich hätte da vorne süßes mit. Das ist ein Renault Clio Forza Edition. Jetzt schon mal mitgefahren, wo ich den GT3 RS gefahren bin, im Festival. Also in der Rundstrecke. Und der Clio war auch gar nicht mal so schlecht. Also der war eigentlich ziemlich weit vorne. Was ich gewundert habe. Ich wusste aber nicht warum zu dem Zeitpunkt.
wie ein Motor oder Allrad oder whatever. Okay, fast ein Kio. Ja gut, der Kio ist auch blau. Also warum nein? Irgendwo muss ich außen anfahren. Vorgas geht's ja so oder so nicht. Das kann ich sowas von knicken. Die hier schon. Da muss ich vorher ein bisschen abbremsen. Ah, der Lotus ist ein bisschen im Weg. Passt mir nicht so ganz. Der Untergang geht eigentlich ganz gut. Die Berührung gerade. Da fünf Runden passen, denke ich mal. Ist das gezielt? Okay. Vorne kommen hier, okay. Der Mercedes wird mich glaube ich abziehen. Wahrscheinlich ein wenig mehr Leistung als ich. Dafür Kurvenspeed sollte meiner doch besser sein. Es wäre sehr traurig, wenn das nicht so wäre. Wenn ein fast 2 Tonnen schwerer Mercedes SL einen höheren Kurvenspeed hat als ich. Ein Carbon-Geschoss. Was 1,3 oder 1,4 Tonnen wiegt. Also der Mercedes, der kratzt ja irgendwie echt fast an der 2000 Kilo Marke. Das ist sehr traurig. Ich muss früher bremsen. So, reicht das? Nee, reicht nicht. Noch früher. Vielleicht muss ich es auch gar nicht in den 5. schalten, dass ich einfach am 4. bleibe. Ein bisschen den Begrenzer. Ja. Ah, beim Bremsen, da ist er ein bisschen unruhig. Ist auch vielleicht gar nicht mal so gut, so viel Gewicht rauszuhauen. Jetzt hat er den Hinterachse noch weniger Gewicht. Der Wagen, der ist, hat glaube ich. Der müsste doch hinten am meisten Gewicht haben. Oder hinten zumindest mehr als vorne. Meine Güte, was ist denn gerade hier los hier? Random Mittelmotor. Die müsste dann direkt dahinter sein. Oder auf der Hinterachse vielleicht. Gut, dann beim Wagen liegt halt wirklich nichts. Wenig Gewicht ist gut, aber muss es auch nicht übertreiben. Ja, verraten kriege ich den nicht. Der denke ich mir auch nicht leisten drauf. Das war gut. So. So, nächste Area ein Ton, glaube ich. Oder muss der Lago. Ich sehe es gerade nicht richtig. Komm mal näher. Aber näher, habe ich gesagt. Was ist denn das? Aber da muss der Lager von 2010. Der Beton, oder? Ja, gut. Leicht getuned. Pass auf Wasser schon. Ach, stimmt. Ich wollte auch eine Runde fahren. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vierter finde ich gut. Und die Rundenzeit sagt mir
Nach vielleicht noch zwei, drei Runden mehr wäre ich Erster gewesen. Wenn ich die Runden dazu gehalten hätte. Okay, der Fokus war sogar nur. Was? War Fokus 2009? Was? 1? Alter. Okay. Der verwundert nämlich noch mehr als der Silvia aus der letzten Folge. Der 2000er. Was ist denn mit dem Auto? Oder nicht auf Frontantrieb, oder? Das kann doch keiner erzählen. Das will ich sehen, wie jemand mit einem Ford Focus hier RS Frontantrieb schneller auf der Strecke ist als ein Königsegg CC8S. Das kann ich mir schlecht vorstellen. So, einmal bitte drehen. Hier den Clio hätte ich nicht gern, habe ich schon. Wie gesagt, Geld nehme ich immer gern. Oder eine epische goldene Lederjacke. Ein Rennen noch. Wir könnten auch mal noch ein paar PS-Stunts machen. Blitzer zum Beispiel. Ja, gut, Gefahrenstelle, Driftzone vielleicht nicht unbedingt. Wäre etwas suboptimal. Okay, da Gefahrenschild, Gefahrenschild. Offroad. Okay, auf den Straßen ist anscheinend nicht so viel los, aber ich meine, Driftzone kann man doch mal probieren, ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Ah, bitte wende. Ich glaube, wir müssen auch anders lang fahren. Wir fahren das mal. Genau, da lang fahren wir. Aus der Richtung. Was ich da erstmal machen werde, und zwar der Blitzer da vorne um die Ecke. Nach der Kurve kommen. Die werde ich mal passieren. In 400 Metern links abbiegen. Natürlich, ich will die Kurve so schön fahren, aber der Bus ist im Weg. Okay, nee, zu schnell. So. Muss man ja Rekord her, Blitzer. So geht das hier nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. 300? Yes! Oh, ich war. OG. Okay, in der Fall kann ich gar nicht. Oder apropos Erfolge. Ich habe mir auch gedacht, dass wir jetzt im Fortune Island Let's Play auf alle Erfolge DLCs machen werden. Das sind jetzt nicht viele, also auch nicht so schwere. Das sollte man eigentlich schaffen. Dass wir dann nochmal extra angehen werden, wenn wir das hier durchhaben. Oder vielleicht nebenbei machen. Du hast dein Ziel erreicht. Nein. Das war nämlich zu viel. Der Schaffer denken sich jetzt auch so. Alles klar. Was ist mit ihm los? Nein. Okay, ich gehe einfach mal vom Gas. Okay, jetzt. Eigentlich war ich so weit gar nicht. Und der Wagen hat einen relativ kurzen Radstand. Genau, Fabian. Seht ihr das als 360? So, 60.000 Punkte. Soll ich für zwei. Oh. Okay, noch ein Erfolg. Ja, erreiche Stufe 10 mit der Driftfahrt. Auch noch ein Erfolg. Einfach mal so. Okay, ich sollte öfter den Königsegg nehmen. Okay. Gleich noch die nächste Runde. Dann mach ich mal direkt noch eine Driftzone. Wenn noch einer ist, aber am besten nicht Offroad. Okay, die ist Offroad. Offroad. Ich denke mal, eine bekommen wir noch. Macht aber nichts. Da muss ich halt irgendwie einen Offroad machen. Oder ein Gefahrenschild. Was haben wir hier noch? Also diese Blitzerzone. Ich meine, das wäre wirklich mit dem Volvo ein bisschen lächerlich, ne? Also, das kriegen wir besser hin. Den Königsegg. Da bin ich überzeugt. In 400
500 Metern rechts abbiegen. Jetzt schaffen wir sogar 3 Sterne. Rechts abbiegen. Oh. Vielleicht nicht ganz so die klügste Idee, so schnell zu fahren. Ich sollte eventuell irgendwie die Bremsen, bevor ich hier runterbretter. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, Schwendlerstor. Ja, weg da. Ist die Allrad. Das ist gar okay. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Ich sage am besten gar nichts mehr. Noch schlechter als der Volvo. Mach mal ein Gefahrenschild. Pfeh. Das soll ich jetzt aber wirklich schaffen. So, ciao Lambo. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh ja. Gerade ausfahren ist schwer. Ich hab nicht getrunken. Dann ein bisschen nicht. Nicht sehr lang. Du hast dein Ziel erreicht. Ah, okay. Ich würde sagen, zählt 128 Meter. Oh Mann. Was wäre es denn gewesen? 128 Meter. Bäh. Kann überhaupt 61 Meter machen? Kommt man dann überhaupt rüber, ist die Frage. Ich muss ja irgendeine bestimmte Weide schaffen, um überhaupt erstmal rüberzukommen. Über die Lücke. Wenn man selbst das schon nicht schafft, ungünstig. Oh, Alter, das klingt gar nicht mal so viel. So 61 Meter, das ist völlig normal. Kann ich so zu springen. Ich muss einfach nur geradeaus dahin fahren. 150 Klamotten vielleicht. Da keine 3 Sterne mehr. Darum geht's mal an. Oh nein. Oh, 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 oh. Okay. Und noch mehr zurückspulen, weil wir müssen schneller werden. 80 Meter ist nicht gerade befriedigend. Umdrehen bitte, ja, Wendekreis, man sieht's. Wir sollten Grip kriegen. Das wäre eine erste gute Voraussetzung. Das sieht doch gut aus. Jawohl. Der Stern ist safe. Yes. Karrenschild hält. Rang 12. Straßen hier mitnehmen. Und unser Eroberer qualifiziert für Runde 9. Hallo Fabian. Dieser streng geheimen Akte zum klassifizierten Horizon Fortune Island Projekt nach ist Phase 9 im Gange. Deine Anweisungen. Aus Südkorea kommt dieser Flitzer, der sticht und nicht beißt, wenn du den Blitzer in den Bergen mit 3 Sternen durchreißt. Südkorea. Es können also nur 2 Autos sein. Der Kia Stinger oder der Hyundai Veloster N. So. Der sticht und nicht beißt. Jetzt ist das Ding ja. Ich glaube, das Ding heißt sogar, glaube ich, Stachel oder so übersetzt.
Ist das richtig so? Ich weiß ich nicht. Auf einmal drei Sternen. Ich glaube nicht, dass es ein Windows 10 sein sollte. Und wenn wir schon bei sensiblen Daten sind, an alle, die sich für die vorletzte Runde der Inseleroberung qualifiziert haben. Unser Entscheidungsrennen besteht jetzt aus zwei Rennen. Ihr könnt euch nach der Qualifikation bei mir bedanken. Mhm. Diese großen Rennen habe ich auch noch gar nicht, ne? Leviathan und Kraken. Ne, die kommen wohl erst. Okay. Plätze an den Bergen. Berge sind hier oben. Berghang. Hier 209 km/h im Kia Stinger. Ist jetzt meine Vermutung. Fahren wir hin? Wir fahren. Ach komm. In 100 Metern rechts abbiegen. Das ist wirklich ein geiles Auto. Dieser Wagen nicht mehr. Obwohl das Ding ist halt echt wirklich ein extrem geiles Auto. Auch gerade in der Klasse. Weil ich sag mal, vielleicht ist es irgendwie, weiß ich, ein Audi oder irgendwas schneller, aber ich meine, Preis-Leistung ist da bei dem Auto. Es reizt einen schon sehr. Das Auto für das Geld bietet, das ist schon echt der Hammer. Das sehe ich auch so bei vielen amerikanischen Autos, bei jetzt Muscle Cars. In 400 Metern rechts wenn, abbiegen. Keine Ahnung, ein Basis 911er. Was kostet ein Basis 911er? Ist das schon über 100.000? Rechts abbiegen. Ich weiß es nicht. Wenn das letztes Mal gelesen zu haben, die C7 ZR1 Corvette. Jetzt auch wieder vor kurzem im Spiel mit reinkam, mit dem Autopass. Der hat, glaube ich, einen Grundpreis von 103.000 Euro. Für 755 PS und weit über 900 Newtonmeter. Oder sogar 765 PS, weiß ich gar nicht genau. Ein so fettes Teil. Nur 103.000 Grundpreis. Ob das nochmal dazu steuern kommen oder so, ich weiß es nicht, aber das ist schon mal. Selbst wenn es 150.000 wären. Das ist doch nicht. Das ist ein Schnäppchen. Für so ein Auto? Auch was ich, was so ein. Keine Ahnung. Challenger Hellcat. Das ist, was ich glaube ich. 55.000 Euro oder Dollar oder whatever. Der Corvette ist auch so um die 75.000, glaube ich, in der Stingray. Du hast dein Ziel erreicht. So, Wagenwechsel natürlich auch noch vielleicht. Denn Camaro ist geil. Camaro SS kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Mustang sowieso. Die sind wirklich nicht so teuer. Für das, was sie bieten. Klar sind dann auch teure Autos. Ich meine, klar. Das ist immer noch wirklich ein Haufen Geld. Aber für das, was sie bieten, solche Autos finde ich echt gut. Also da liegen Amis bei mir ziemlich weit vorne. Preis-Leistung. Vor allem auch PS-Leistung. Preis-PS meine ich. Weil Preis pro PS ist halt dann schon geil. So, Anlauf nehmen. Wer wirklich bitte ein deutsches Auto mit 400 irgendwas PS für so wenig Geld? Oder bei deinem Challenger mit 700 PS? Da wird es in Deutschland eh schwer, Autos zu kaufen mit dieser Leistung. Und dann ja, bist du in einem Preisbereich, der jeder zum Gute böse ist. Nicht. Ob wir es an dem Tuning überhaupt schaffen? So schnell. Der Wagen hat, glaube ich, ein minimales Leistungsupgrade. Ich glaube, so um die 390 PS hatte der. Unter meinem Tuning. Der reicht mir auch so. Ich hätte aber auch keine 500 irgendwas PS. Und der ist ja trotzdem wirklich schnell. Oder nichts. Lange nicht. Okay, das müssen wir jetzt aber dringend mal ändern. Bestleistung, bla bla bla, das ist nämlich Wurst, aber es reicht natürlich nicht für 3 Sterne. So, jetzt poll ich mich mal. Das würde ich aber noch diese Folge machen. Zumindest das Rätsel lösen. Schatz finden, na mal gucken, aber das Rätsel lösen auf jeden Fall. So. Deswegen werde ich aber trotzdem so abspeichern, wie es jetzt ist.
falls es nicht schon gespeichert ist, weil das finde ich halt so, will ich echt so lassen. Ich will den Wagen nicht so schnell haben. Dafür gibt es genug andere Autos. Der 5 zum Beispiel ist aus dem DLC. Der F90. Okay, noch nicht gespeichert. Der Wagen hat auch Rennreifen. Deswegen hat er auch beim Anfahren kaum Wheelspin. Wenn man den richtig anfährt. Einen Kommentar auf YouTube. Kann ich mal kurz lesen beim Speichern. Von FailWolfZZ. Kenn ich schon. Kann ich mal auch gerne mal vorlesen. Warte, lädt gerade. Ich mal hier das kurz teilen. Ich mache meistens immer Allrounder und gute Allrounder. Wieder mal ein cooles Video, das einem den Tag verbessert. Jetzt mal liken. Und ich antworte. Vielen Dank. Nicht Funk, vielen Dank. Vielen Funk. So, habe ich noch einen Kommentar bekommen? Okay, nee, die waren alle nur ungelesen. Also Dezember ist echt krass mit Kommentaren. So oftmals auch, ich sag mal, auch auf die gleichen Leute. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Okay, das ist gespeichert, halt nur nicht online. Aber ich meine, trotzdem ist auch schön. So. Einfach mal volle Möhre aufbauen, oder? Was sagt ihr? Plus 72 kW. Ich meine, wir wollen es ja auch sicher schaffen, ne? Hubraum von 3, Alter, 4,2 Liter aus dem V6. Na, das mache ich mir auch kleiner. Bau einfach mal alles rein. So, das sicher schaffen. Noch mal sicher gehen. Ja. 536 kW. Irgendwas mit 700 irgendwas PS. 730 PS vielleicht. Nicht schlecht. Also unsere Leistung annähernd verdoppelt. Gegenüber dem Serienmodell. Annähernd. Vor allem bei einem Kia. Hier denke ich eher so an 150 PS Autos. Was für sich normal ist. Oder an normale Autos. Und nicht an so ein geiles Gerät. Dann einmal bitte wieder von hier starten. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich anscheinend zu blöd dafür. Okay. 204, vielleicht mal von der Richtung. Ne? 5 km mehr. Vielleicht noch einen GTR-Motor reinbauen. Allrad. Nico muss besser anfangen. Geht so nicht. Halt, stopp. Aber das schaffe ich so, glaube ich. Yes. Easy. Hallo, Fabian. Lösung erhalten. Koordinaten werden übermittelt. Wenn wir je einen Quizabend oder eine Schnitzeljagd zum Thema Autos machen, muss ich dich in meinem Team haben. Nicht unbedingt. Ich habe auch viel Halbwissen, also... Ich weiß ein paar Sachen über Autos, aber ich bin jetzt kein Gott in dem Thema. Okay, Schatz Nummer 9, Ruhm und Reichtum. Ja gut, das zweite habe ich vielleicht, aber Ruhm glaube ich eher nicht. Ah, aber ich sehe in der Nähe eines Leuchtturms. Hm. Oh. Komme ich da überhaupt hin? Bei nächster Gelegenheit wenden.
Kann ich da noch hin? Mal gucken. So, Blitzheld wieder aktualisiert. Aber machen wir mal noch die Wheelspins. Da habe ich ja schon wieder welche. Sexy Rock. Und, achso, doch ein Super Wheelspin. Komm, jetzt aber Forza auch mal richtig was raus. Naja. Vor allem der Cowboy-Hut. Der hat es natürlich gebracht. So, Königsegg. Ja, mein Gott. War ich ein bisschen länger. Ich will den Schatz jetzt finden und nicht erst morgen. Die nächsten Folgen werde ich dann morgen aufnehmen. Die nächsten Mal sich vier oder so. Das will ich noch heute machen. Aber heute noch mehrere Folgen aufnehmen? Nee, das schaffe ich. Das kriege ich nicht mehr hin. Das ist mir dann zu viel. Und ich muss eh noch Geschenke packen, also. Okay, Führung ist gesetzt. Wir porten uns jetzt mal schnell. Ausnahmsweise. Wo komme ich auch mit dem Wagen hin, ist die Frage. Bodenfreiheit ist ja schlecht. Ich muss ja anscheinend einen Weg geben, da hinzufahren. Kann ich einfach hier ins Wasser fahren? Das ist ja alles flach, oder wie? Wie ist das jetzt geregelt? Das Wasser scheint flach zu sein. Komm, Königsegg, komm, schaffst du es. So, Cockpit-Ansicht. Ja. Sieht sehr schön aus. Könnte ein bisschen nass werden im Auto. Macht er gut. Na komm. Alter, 26 Kammer. Das ist ein Highspeed. 25, nein. Ich darf nicht so viel Gas geben. Okay, das Wasser hier wirklich sehr flach. Dass man eben gar nicht ansieht. So, jetzt sollte das Bild doch eigentlich recht einfach sein. So, da hinten. Warte, wo ist die Schatztruhe? Ich hab's ja nicht gesehen. Ah! Warte. Boom! Noch ein Fortune Island Schatz wurde gefunden, Horizon. Schatzsucher, ihr habt noch eine Chance. Eine allerletzte Chance. Unter diesen Umständen empfehle ich euch, mit angeschaltetem Radio und laufendem Motor zu warten. Motor, ja, kann ich gerne machen. Radio, nee. Dann würde es das Video nicht mehr geben. So, also wie man jetzt sieht, der Wagen ist das perfekte Offroad-Auto für die Schatzsuche. Es wird noch wenigstens einen guten Preis. Nur so als Schluss-Highlight. Ja, okay, jetzt habe ich den anderen Buggy auch. Ich habe zwei von diesen VW-Buggys im Spiel, jetzt habe ich beide. Okay, das ist in Ordnung. Das lasse ich gelten. Und das lasse ich erst recht gelten. Alter, ich bin auch wieder mal jetzt schweinereich. 17,5 Millionen. Ach ja, Edinburgh Castle. Ich kaufe dich auch bald wieder. Vor allem bald wieder. Kann ich mal so nebenbei 15 Mille ausgeben für das Castle. Das werde ich mir bald kaufen. Ob das das Geld wert ist? Vielleicht nicht, aber ist mir egal. Ich kaufe es mir, weil ich es kann. Ganz einfach. Und mit diesem wunderschönen Ausblick hier auf die Insel, der echt eigentlich ziemlich geil ist. Diesen Leuchtturm, schöne Meer hier, oder See. Wenn ich die heutige Folge, die wieder mal ein wenig länger ist, aber ich kann es ja nicht ändern. Kürzer machen ist einfach unmöglich. Ja, denn vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen um 18 Uhr. Also bis dann und...